Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Back to Fit. Ich glaube, wir sind bei Folge 7. Ich hoffe es, sonst habe ich mich jetzt verzählt. Mein Update zu den letzten Wochen. Ich war jetzt leider 1,5 Wochen krank, das habt ihr eben im letzten Video auch gesehen. Diesbezüglich habe ich nicht trainiert, weil ich zuerst geglaubt habe, es ist nur ein Schnupfen und er geht gleich wieder weg. Ja, das war leider nicht so. Ja, ich konnte mich dann auch leider nicht so ausruhen, wie ich es vielleicht gerne gemacht hätte, weil einige Events geplant waren, die einmalig sind und ich sie nicht streichen wollte. Ja, deshalb hatte ich das vermutlich etwas länger hingezogen, als ich mir das gewünscht hätte. Und ich war wirklich gar nicht drin in 1,5 Wochen. Für mich fühlt sich das an wie eine Ewigkeit. Also wirklich eine Ewigkeit, weil einfach auch so viel passiert ist. Und ich kann es kaum erwarten, bis ich richtig trainieren war. Ich habe jetzt heute, Ich habe jetzt heute leichte Dehnübungen gemacht, weil der Arzt gestern gemeint hat, ich darf mich nicht überanstrengen, aber ein bisschen was geht schon. Das heißt, heute habe ich bei meiner Mama so leichte Dehnübungen gemacht und so ein sweet little mini-Workout, damit ich langsam wieder reinkomme. Das werde ich die nächsten paar Tage jetzt auch machen. Ich bin dafür aber mit der Ernährung relativ brav, also die letzten 3 Tage waren fast vorbildlich und für mich 3 Tage klingt nicht viel, für mich ist das viel. Ich habe nämlich gerade am Anfang auch einfach viel Blödsinn gegessen, was für den Körper gerade in der Regenerationsphase nicht so klug ist. Dementsprechend versuche ich halt wirklich brav meine Vitaminsupplements zu nehmen. Da nehme ich im Grunde so ein Allround-Vitamin-Supplement aus der Apotheke. Ich nehme Zink, Spirulina und Chlorella. Das sind Algen, Mama, oder? Jojo. Gut, das sind Algen. Die helfen, ich habe die Mama gerade vorher gefragt, sie helfen, Toxine aus dem Körper zu leiten und das Blut zu reinigen. Oder, Mama? Ja. Perfekt. Das heißt, die nehme ich auch. Ich nehme sie immer nach dem Essen, weil ich auf leeren Magen immer Probleme bekomme mit fast allem. Das heißt, ich nehme alles, was ich extra nehme, immer nach dem Essen. An sich seht ihr vieles von meinen Mahlzeiten auf Instagram oder auf Instastory. Da poste ich so ziemlich alles. Auf Snapchat bin ich momentan etwas inaktiv, aber das mache ich eigentlich auch sehr gerne. Alle werden mich hassen von Snapchat, bin ich mehr auf Instastory momentan. Vielleicht ändert sich das wieder. Aber ja, also bei mir ist gerade der Fokus sehr auf Ernährung, weil ich eben durch die Gesundheit nicht wirklich viel mit Sport machen kann. Aber meine sportlichen Ziele sind, ich möchte Klimmzüge schaffen. Da habe ich jetzt auch brav daran gearbeitet, bevor ich krank geworden bin. Das heißt, ich probiere mich an Klimmzügen. Da werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal versuchen, etwas mitzufilmen, falls euch das interessiert. Und ja, also im Groben sind 5 Klimmzüge bis Ende des Jahres mein Ziel. Es war die letzten 2 Jahre auch schon mein Ziel. Und 30 Liegestütze, also die normalen Liegestütze, waren auch schon die letzten Jahre mein Ziel. Mein meistes bisher war 15, mittlerweile sind es glaube ich 7. Das heißt, da gibt es auch noch etwas zum Verbessern. Und einen Handstand möchte ich können, also stehend, nicht nur kurz, also länger stehend. Ein paar Akrobatik-Yoga-Stände, also und Unterarmstand möchte ich auch können. Eine Brücke möchte ich besser können, die kann ich zwar schon, aber noch nicht so toll, wie ich es gern hätte. Und ja, ein Spagat wäre cool. Das wünsche ich mir schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also, schauen wir mal, ob ich das dieses Jahr hinbekomme. Ich bin relativ motiviert, wieder in mein Training zu starten. Also ich kann es kaum erwarten, bis ich gesundheitlich wieder fitter bin. Habe aber auch schon gemerkt, dass gerade ernährungstechnisch mein Körper sich auch wieder sehr schön einstellt und die Wasserablagerungen und ja, so ein paar extra Fettzellen schon langsam wieder verschwinden. Ich werde euch in nächster Zeit auch wieder ein Body-Update geben. Momentan möchte ich das nicht, weil mein Body-Update jetzt wäre schlechter als mein Body-Update am Anfang von meiner Back-to-Fit-Reihe. Ja, passiert. Von dem her gibt es vielleicht das nächste Mal schon ein Body-Update. Falls ihr Fragen habt oder euch irgendwelche Rezepte zu irgendwelchen Mahlzeiten genauer interessieren, so wie beim letzten Mal, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lächeln nicht vergessen. Ich freue mich, euch weiter mitzunehmen. Ciao! Hallo James. James muss auch ins Video, falls er nicht eh schon die ganze Zeit da war.